Hallo wieder. Heute ist das Thema Hühnerhaltung im eigenen Garten. Und zwar ist es ein oftmals schöner Traum, den man so hat, dass man so seine eigene Hühnerherde in einem eigenen Garten hat und diese dann für dich Eier legen und vielleicht willst du an Weihnachten sozusagen dein Huhn oder wann auch immer du möchtest dann auch schlachten und dir ein schönes Fleisch an den Tisch bringen. Und heute in dem Video soll es einfach nur darum gehen, worauf du bei der Hühnerhaltung in deinem eigenen Garten achten solltest und was auf jeden Fall wichtig ist. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also, wie du hier siehst, sind wir wieder mal im Garten oder auf dem Gelände meiner Großmutter. Und sofort auf den ersten Blick erkennbar ist, dass dieses Gelände sehr groß ist. Da vorne sind die Hühner. Gehen wir mal zu denen. Und was natürlich wichtig bei Hühnern ist, ist einfach, dass sie viel Platz haben, um sich zu bewegen, um zu scharren, um zu picken. Die Hühner sind hier zum Beispiel neu und sind noch sehr, sehr schüchtern. Beobachten wir uns mal die Hühner so ein bisschen. Vielleicht können wir, da ist das Scharren, was man erkennt, das Picken, genau. Ja, und neben der Größe sind natürlich noch andere Faktoren wichtig. Ein toller Bonus für Hühner, was Hühner natürlich immer lieben, sind Komposthaufen. Hier im Garten sind überall mehrere Komposthaufen verteilt. Da sind die Kleinen wieder. Mehrere Komposthaufen verteilt, so. Und das sind natürlich immer tolle Gelegenheiten für Hühner, einfach Würmer zu finden. Des Weiteren haben wir auf ganz normaler Erde verschiedene Matten gelegt, die ich euch gleich zeigen werde. Und unterhalb dieser Matten sammeln sich dann immer Regenwürmer an, weil die natürlich unter den Matten geschützt sind. Und gleichzeitig, wenn man diese Matten dann hochhebt, wie ich euch gleich zeigen werde, kann man sehr, sehr schnell einfach Regenwürmer finden. Und was meine Großmutter gelegentlich immer macht, ist diese Matten freizulegen. Und die Hühner freuen sich natürlich immer, wenn sie dann Regenwürmer finden können. Also, hier sehen wir zum Beispiel diese Matten. Ich heb mal eine hoch, vielleicht haben wir Glück heute. Ah, wunderbar. Da sind gerade ein paar entwischt, aber hier ist noch ein Regenwurm zu sehen. Genau, so ist das. Wunderbar. So viel zu dem Beispiel. Was ist noch wichtig? Also hier sehen wir zum Beispiel den Hühnerstall. Gehen wir mal rein. Also wirklich sehr groß. Ich mache mal ein bisschen heller hier. Meine Oma so hat hier noch Holz liegen, was über den Winter dann da ist. Hier sehen wir eine sehr, sehr alte Art und Weise Lege. Diese Stangen hier zu platzieren. Und zwar sind es einfach nur Stöcke, also Äste im Endeffekt. Ne? Also man braucht irgendwie nicht groß im Geschäft rumzukaufen und sich extra Sachen zu holen. Hier sieht man ganz locker einfach Äste mit Nägeln verknüpft und das war's dann. Ne? Also unten ist dann sozusagen das Kotbrett und dieses muss man natürlich immer im Rückmuster dann sauber machen. Wie man sieht, ist hier schon sehr viel Kot da. Das heißt, das müsste bald gemacht werden. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass diese Äste da sind, weil Hühner aus natürlichen Bedingungen aus, also wirklich auch wilde Hühner, die draußen leben, ich hoffe, man sieht mich jetzt, die übernachten und ruhen immer auf Ästen in Höhe von Büschen oder von niedrigen Bäumen. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das ist einfach schon fast ein Grundbedürfnis für Hühner, eben auf einem etwas erhöhten Platz zu schlafen. So, hier sehen wir dann auch Nester. Ich schau mal, vielleicht ist es nicht zu dunkel, müsste aber funktionieren. So, genau. Also hier ist ganz normal Stroh, wie man hier erkennen kann. Stroh. Und ein künstliches Ei.
Genau, wenn du mehr über Legenester erfahren möchtest, dann klicke einfach unten, wenn du jetzt in YouTube bist, in die Infobox. Da habe ich einen tollen Blogartikel gemacht, wie man Legenester gestalten soll, damit da Eier gelegt werden. Und ansonsten, ja, nettes kleines Hühnerhaus oder Hühnerstall. Es gibt natürlich diese Hühnerställe, die noch online zu kaufen sind, die sind auch super. Hat meine Mutter zum Beispiel die Erfahrung gemacht, aber meine Großmutter, ich muss hier gerade mit den Einstellungen ein bisschen spielen, meine Großmutter hat eben so ein Haus und da hat sie einen Hühnerstall reingebaut, wie du hier gut erkennen kannst. Genau, so, was gibt's noch? Also hier ist Mulch und so ein Zeugs. Hier kann man sehen, dass die Hühner sehr oft gerne scharren. Ansonsten ist natürlich klar zu erkennen, dass unser Hof hier sehr, sehr riesig ist. Also so groß muss ein Hof natürlich nicht sein, um Hühner zu halten. Jedoch soll es auch keine, ich sag jetzt mal, keine 3 Quadratmeter groß sein, der Auslauf, weil Hühner wirklich Auslauf brauchen. Und jo. Was gibt es sonst noch hier Interessantes zu entdecken? Da sind wieder die Hühner, die 2 schwarzen. Und hier eine etwas ältere Dame. Wie man klar erkennen kann, haben wir keinen Hahn. Und auch zu diesem Thema habe ich einen tollen Artikel geschrieben. Und zwar Hühnerhaltung ohne Hahn. Den Artikel verlinke ich euch auch in die Infobox unten. Und jo. Ansonsten stelle ich hier noch den Fokus ein. Passt es? Wenn du wirklich mehr wissen willst über Hühnerhaltung, habe ich einen unglaublich ausführlichen Artikel auf meinem Blog geschrieben. Klick einfach auch unten wieder in die Infobox rein. Der Artikel heißt, wenn ich mich nicht täusche, artgerechte Hühnerhaltung und worauf du eben achten musst. Und da der Artikel ist wirklich sehr, sehr detailliert. Viele Leute haben das auch auf Facebook geliked. Das heißt, das ist wirklich eine hilfreiche Quelle. Und ja, das war's im Endeffekt von heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Paul. Bis dahin. Mach's gut.